Moin moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sollen nun zu Erdrich zurückkehren. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Oh. Ich sage, wir kämpfen. Jetzt! Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Doch ohne Eivor fangen wir nicht an. Wir warten. Okay. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Visionen? Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen. Genau. Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann. Let's go. Der Sagenstein. Beste Cinebell. Wir haben nur die Hälfte der Leute schon abgemetzelt, ne? Jetzt hast du aufeinander!
Ich mach mal da oben hier ein kleines Schiff. Na gut, wir gehen mal da runter. Auf einmal. Du hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Du hast mit Ehre und Überzeugung gekämpft. Dafür gebe ich dich in Gedricks Obhut. Er wird dich gut behandeln. Das werde ich. Sofern du die Freundschaft mit diesem Pisspot Alfred widerrufst. Nun gut. Nun gut. Schafft sie weg. Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht.
Das werde ich, ganz sicher. Ihr solltet euch mit dem Brandschatzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Mhm. Hier ist doch noch, da ist ein Schatz. Ach ja. Da oben, ne? Junge, du sollst da nicht reinhüpfen. So, dann haben wir den Schatz. Hat er gerade einen Furz weggemacht oder was war das? Das sah ja richtig geil aus. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier noch zwei Schätze drin. Einen hier unten, einen da ganz oben. Hier haben wir, glaube ich, die Rüstung. Chiyoshi-Schild. Nachricht des Spitzels. Werte Lady, wir haben deinen Wünschen entsprechend das dänische Gesinde beobachtet, das unsere Lande verdunkelt. Ich schicke diesen berittenen Boten. Werte Dame, um zu berichten, dass dieselben Dänen in der Gesellschaft der verdammten Ketzerin Fulke gesehen wurden. Sie scheint irgendwie entkommen zu sein. Während ich dies schreibe, sind sie auf dem Weg zu dem verlassenen Turm, in dem sich einst ihr gerissener Freund, der uns keine Schwierigkeiten mehr macht, untergetaucht war. Ein demütiger Diener. Okay. Ein Oxener Fortsch hier habe ich fast... Alle Reichtümer. Mein Kopf rast vor Hoffnung. Nein. Siehst du? Die Zeichen der Alten, der Isu, der Götter, die aus Göttern hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte. Ich... Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Basim. Ah ja. Und was sagt er, Sigurd? Spricht er zu dir? Ja. Doch die Worte sind vernebelt, wie Schatten. Und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder, hör nicht hin! Nein, das ist wahrhaftig. Das ist alles. Zu den Mauern! Zu den Mauern! Alfred kommt! König Alfred von Westhexer! Er kommt mit einem Heer von Soldaten! Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln.
Ich werde sprechen. Und der König von Westsexe wird zuhören. Hoffentlich. Oha. So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westsexe, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel an, Herr. Bitte, keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wolfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Eivor. Jarl Sigurd, ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred, warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Ah ja. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollweib! Schweig! Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder! Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Boah, er hat einen Rand, ey. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Bei allen Göttern, Basim, was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen. Ah ja. Wir müssen immer noch da rein. Der Sagenstein. Kommt ein Level ab. Den wir mal direkt machen. Ja, Fernkampf. Und Fertigkeitsschaden. Haben wir hier so eine Rune und das war schon wieder, und dann haben wir ansonsten noch ein Schild, was wir eh nicht benutzen. Also daher. Sache abgeschlossen. Okay, ich muss noch höher.
müssen noch höher. Und ich komme dann noch höher. Ried von Elfried von Westsexe an Lady Edwin. Werte Edwin, ich bin weiterhin bereit, Unterstützung zu senden, in Form von Soldaten und Vorräten, sollte dies nötig werden. Alfred Rex. Boah, Alter, diese Alte, ne? Auf jeden Fall richtig. Verräterische Schlange. Ja, wir kommen jetzt aber noch weiter hoch. Ich würde sagen, von außen. Jetzt ist Sigurd da mitgegangen. Muss man Randvieh-Bericht erstatten? Viel leichter rankommen können, ne? Proviant ist voll. Okay, Quest. Lagebericht zu Oxenafort hier. Schwäche Edwins Einfluss. Immer noch? Okay, Codex, bestimmt Personen, jo, Alfred, König von Wessex, der jüngste Sohn Aetherwulfs, des Königs von Wessex, Altenglisch Wessexe, bis 858 UZ. Als Kind ging Alfred mit seinem Vater auf Pilgerfahrt nach Rom, wo er von Papst Leo dem Vierten gesegnet wurde. Der Pontifex schilderte dem Jungen seinen Sieg über die Sarazenen in der Seeschlacht von Ostia. Die Pracht und Erhabenheit der römischen Kirche hinterließen einen bleibenden Eindruck im jungen Alfred. Angesichts seiner 5 älteren Brüder rechnete Alfred nicht damit, je König zu werden, und so widmete er sich dem Studium. Ein lebenslanges Interesse am Lernen nahm seinen Anfang. Als Ziel von Raubzügen der Wikinger wurde, kämpfte Alfred an der Seite seines Bruders Aethelred, nun König, und erwies sich als höchst fähiger Heerführer. Die legendären Schlachten von Reading, Ashdown, Wilton und anderen folgten. Nachdem Aethelred an den Wunden, die ihm in der Schlacht von Meritun zugefügt worden waren, verstarb, erbte Alfred den Thron. Schließlich wurde er aufgrund seiner heldenhaften Verteidigung Englands als Alfred der Große bekannt. Doch so sehr er sich auch bemühte, er schaffte es nie, einen einfachen Kuchen zu backen. Ja, er muss ja auch nicht backen können, ne? Er muss ja auch nicht backen können. Als König muss er nicht backen. Dafür hat er ja seine Leute. Ja, da muss man auch immer dran denken. Er hat ja dafür seine Leute. So, wir müssen zurück und Randvi Bericht erstatten. Interessiert mich auch ein bisschen, das. Warum hat Fulke das jetzt gemacht? Was für einen Plan verfolgt sie jetzt? Guten Tag, guten. Guten. Was bietest du heute an? Guten. Was haben wir denn Schönes? Oh, Donnervogel. Taranis, Eiger, düsterer Rumpf und Stockschwert.
Hardware-Ruhe. Okay. Hast du einen Vertrag für... Es gibt auf. Ein vertrauter Kurier. Deinen. Nimm alles an von dir, mein lieber Reda. Auch wenn ich deine Stimme immer noch nicht mag. Hey, Eivor! Hey! Schön, dich zu sehen. Brandt, wie unsere Arbeit in Oxenafort Shears getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Mhm. Von Fulke? Götter, diese Dode. Er liegt dort auf dem Tisch. Hm? Brief von Fulke an das Wolfsmal. Der Selbstgezeugte segne dich. Eivor, ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigurd in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ein Gott im Fleischgewand eines Menschen. Ich kann nur hoffen, dass er dies irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Leid ihn zerbricht. Fulke. Das Instrument. Okay. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an. Demselben Orden, dem Kyrt wie folgte. Und den Basim und Haitham zu vernichten geschworen haben. Oh. Eivor, was ist geschehen? Sigurd wurde von König Elfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Mhm. Hinweis auf den Orden. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Oha. Unten. Ob ich hier? Haitham bat mich, nach London zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Haitham wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Okay. Lunden. Werde ich. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. Sehr gut. Ist aber auch was los. Machen wir ein Festmahl hier. Ich glaube nicht, dass sie jemals mit der scharfen Seite der Äxte dagegen geschlagen haben. Sehr gut. Reise nach Lund. Wir haben aber ein paar Nebenquests, Wände und Schatten. Vertrag des Phantoms. Machen wir das zuerst. In Engelland treibt ein Dieb sein Unwesen, der das Trugbild genannt wird. Reda glaubt, die Identität dieser Person enthüllt zu haben. Hoffentlich hat er recht. Töte das Ziel. Dann gucken wir mal. Wollen wir es? Links, rechts, da. Rechts. Da müssen wir hin. Dann nehmen wir Hunter Sete.
Wenn wir den Weg. Beim Entsauger hier Bündniskarte. Sprich mit Rand wie an der Bündniskarte in deinem Langhaus. Wir haben gar keins. Es gehört immer noch Sigurd. Wir haben hier noch ein Rätsel. Okay. Wo stehen die denn drauf? Uns mal den Dieb zuerst. Meter. Wieder kein Geweih. Kriege ich von den Viechern eigentlich Geweih? Ich weiß das gerade gar nicht. Also ist ja doch einer von den beiden da hinten. Wusste es doch. Oder wenn nicht sogar nur er. Na komm her, mein Freund. Wer war das? Mein Magen war es nicht. Sag den Göttern, die du triffst, dass Eivor dich schickt. Genau, Eivor ist nämlich ein ganz netter. Ermittlungsangebot. Ein Bauer wurde in der Nähe eines Militärlagers gefangen genommen. Es werden keine Kosten gescheut, um ihn zu befreien.
Und auf dem Gelände könnte man brauchbares Material finden. Also finde die vermisste Person. Okay. Das kriegen wir auch hin. Und zwar da oben. Was sind denn das immer für Entfernungen hier? Wie sollen wir denn da hinkommen? Fahren wir mit dem Schiff. Ah, das ist so ein Räuberlager, ne? Nehmen wir die Irre. Segel! Segel! Hallo, ich bin! 5 Opale, okay. Stimmt etwas an? Sieht schon geil aus jetzt, das Schiff, ne? Ups. Segel hoch! Segel! Weniger Segel! Segel! Nieder. Segel hissen! Segel! Segel nieder! Ist das Segel! Segel! Wer erzählt eine Geschichte? Was ist das? Ein militärisches Lager? Man sagt, Skalden singen die besten Lieder. Doch wir Berserker setzen wir später fort. Ruhe la tierra. Was habe ich gesagt? Nicht, dass du einfach abhauen kannst. Du bist erledigt. Was zur Hölle? Ich bin von Hirnlosen umgeben. Los, zustechen! Komm schon! Ach ja. Mach vor seinen Augen erstmal seinen Kumpel platt. Lass dich leiden. Schieß den Hund ab, Zula. Ja, mit einem Pfeil im Kopf konnte er mich trotzdem noch angreifen. Macht Sinn, ne? Meine Freunde, macht Sinn. Aber die Briefe haben wir schon alle schon gelesen hier. Einmal noch. Mach dich mal nützlich! Komm, manche. Ach ja. Okay, ich glaube, hier oben war der, ne? Ja, da ist er. Odin segne dich, Rabenschwinger. Ehrlich dankbar. Ich hoffe, er lebt noch.
Keine Ahnung, wo er jetzt ist, aber ich hoffe, er ist in Sicherheit. Gut, eine haben wir aber noch. Ertrag der reichsten, der reichste Kaufmann. Reda erwähnt immer wieder einen aufmüpfigen und doppelzüngigen Händler, der sein Vermögen mit dem Verkauf verschiedener Waffen gemacht hat. Und du sollst ihn für Reda verschwinden lassen. Okay, wo hält der sich auf? Okay, ganz schön weit im Norden. Gehen wir hier hin. Gehen wir von dort aus. Die Jahre. Ein einziges Rätsel. Ich glaube, das ist das eine im Norden eben gewesen. Meter in diese Richtung. Das ist bestimmt wieder einer mit Eskorte. Nicht so richtig schön niederstrecken soll. Ja, toll. Das wird nicht mehr. Keine Zeit. Mal sehen. Das sage ich auch mal. Das sage ich auch mal. So. Schnelle Nummer, würde ich sagen. So. Zack. Die Fehler, die dich hierher führen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier aber noch warte mal. Inklensch hier. Hier haben wir noch zwei Rätsel, ne? Einmal das. Und einmal das. Genau, Granta Brixia haben wir das noch. Flusswelse. Flusswelse, besser gesagt. Flusswelse. Inklensch hier.
Ja, ich würde sagen. Wir gehen dahin. Wenn wir schon mal auf der Ecke sind, holen wir uns mal einen neuen Aussichtspunkt und vergrößern damit unsere Karte ein wenig. Alter! Geweih? Kein Geweih, ey, ich flipp aus. Alles in diesem Quaken und Quieken, ey. Alter Schwede. Ey, Ochsen, Kühe, Schafe, alles auf einem Feld. Okay. Warum nicht, ne? Warum nicht? Mörsischer Turm. Da oben scheint auch ein Schatz zu sein. So, genau hier. Anstatt die Leiter zu nehmen hier. Okay, nehmen wir den hier. Draußen hin synchronisieren, ja. Abgeschlossen. Karte aktualisiert. Und ein bisschen was haben wir hier sogar auf der Ecke. Was wir uns direkt mal holen werden. Ich glaube, ich werde doch den Weg ins Wasser wählen. Lincolnshire. Besser, das war mal ganz, ganz, ganz knapp am Strand, ne? Alter Schwede. Das muss ich ja mal sagen. Eine Möwe. Wir an der Ecke hier weitergehen. Ja, an der Seite würde eigentlich fast ja sagen. Ja, gehen wir hier weiter. Wenn wir eh schon auf der Ecke sind hier. Neue Quest. Okay. Und was für eine? Keine Ahnung. Weiß anscheinend keiner. Gehen wir erstmal hier hin. Ich glaube, das ist eine vereinzelte Quest hier. Was war das denn für ein Vogel? Eine Maske. Yeah.
Ah ja. Haben wir das auch? Eine weitere Maske für unseren lieben römischen Freund in unserem Dorf. Und der freut sich bestimmt einen Keks. Der freundliche Herr. Ein Räuberdorf, würde ich sagen. Jo. Schauen. Sieh nur, was Skegi. Sie angerichtet haben. Wir sollten nicht mehr herkommen, Skegi. Stilka. Dich macht es nur traurig. Ja. Skegi ist ja, du hast recht. Dann lass uns jetzt gehen und nie zurückkommen. Nur noch einen Moment. Was ist hier los? Ihr wollt da rein? Das würde ich euch nicht empfehlen. In jungen Jahren hätten wir das gekonnt. Wir hätten nicht lange nachgedacht, bevor wir uns zurückholen, was unser ist. Ihr habt hier gelebt? Das war unser Fischerdorf. Wir haben alles mit eigenen Händen erbaut. Aber Banditen haben uns verjagt, als sie sahen, wie ertragreich die Fischgründe hier sind. Die Fische hier sind nicht scheu und werden niemals satt. Du machst es schwer zu widerstehen. Vielleicht sehe ich es mir selbst mal an. Das wird nicht so einfach. Warum nimmst du nicht meine Frau mit? Stickler würde diese Hunde nur zu gern nach Helheim schicken. Was würde das bringen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten umherstreifenden Plünderer auftauchen. Das wissen wir. So sieht es in ganz Lincolnish hier aus. Doch es wäre ein kleiner Sieg, eine Gelegenheit, die Füße nochmal ins Wasser zu tauchen. Gut, gehen wir. Es ist immer gut, altes Feuer neu zu entfachen. Zu mir, Stickler. Witzen wir unsere Klingen an ihren Knochen. Das ist längst überfällig. Ja, dann... Du bist unersättlich! Gefällt mir! All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Sie hat bis jetzt noch gar nichts gemacht hier. Sehr leidenschaftlich, Stickler. Ah, hier ist er. Finde einen Schlüssel. Hey,
Ah, da hinten. Kommen wir da hinten an. Woher kam gerade der Pfeil? Alter! Turner, habe ich nicht gesehen! Du hast doch bis jetzt gar nichts gemacht. Du hast dich einmal fangen lassen. Du bist tot! Du bist unersättlich! Gefällt mir! Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler! Ich glaube, ich habe jetzt den Schlüssel. War drin. All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Den Tag deiner Geburt verfluchen! Nun gut, ich werde sie immer nach oben bringen. Na komm. Ich weiß gar nicht, wann die Quest vorbei war. Ja. Da ist sie. Wann ist die Quest denn vorbei? Ist die Quest vorbei? Ich weiß es nicht. Oh, danach habe ich mich gesehnt! Na dann, gehen wir halt wieder runter. Scheint wohl noch nicht fertig zu sein. Sie kämpfen wie Kinder! Vielleicht. Ja, das überlebt auch. Ich töte den! Ja.
bist unersättlich. Gefällt mir. Ja, aber was denn jetzt noch? Suchen die hier was Spezielles, oder? Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Ist die Quest verbuggt? Hoffe ich ja nicht. Quest. All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Na gut, gehen wir noch mal hoch. Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Und hier ist ja nichts mehr. Kein Gegner, nix. Du bist unersättlich. Gefällt mir. Keine Ahnung. Geh noch mal zurück. Noch mal gucken. Was siehst du heute, Freundin? All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Weißt du was? Ich porte mich mal hier weg. Das Kloster können wir jetzt auch langsam mal nehmen. Was vielleicht für die nächste Folge eine gute Idee ist. Jo, Pedun. Da weißt du was, wir gehen aber auch nochmal nach Heopedun. Das mit den Zehen ist immer geil. So. Ich würde sagen, die ist diesmal nicht mitgekommen. Ich werde auch mal gucken, ob die Quest abgeschlossen ist. Nein, ist sie nicht. Und zwar eigentlich fast zu erwarten. Aber es macht auch nichts. Das ist egal. Gut. Meine lieben Freunde, ich beende damit diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Imgrimsch.